Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Und wir schauen mal kurz, was wir in den letzten Folgen so erreicht haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Moment, 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 Moment. Oh mein Gott, was ist das denn? Habe ich noch irgendeine Waffe? Ich bin komplett... Ah, okay. Ja, da haben wir noch einen Bogen. Und 11 Pfeile. Na, immerhin etwas. Alter, stirbt die mal. Mein Gott. Oh, was hat ihr denn da fallen lassen? Redstone und ein Glas. Naja, okay. Besser als ja nicht. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir in der letzten Folge hier erreicht haben. Und Leute, guckt euch das an. Das Dach ist jetzt endlich fertig. Was? Nein. Ich hasse es. Leute. Es ist echt manchmal zum Heulen. Egal, da kommen wir schon quasi direkt auf das Thema, was ich heute mit euch vorhatte. Und zwar möchte ich mit euch Hogwarts einigermaßen zombie-sicher machen. Das heißt, wir werden jetzt in dieser Folge Licht in die große Halle setzen, sodass wir da erstmal ausgesorgt haben. Und natürlich auch noch andere Sachen. Aber jetzt werde ich erstmal das Ganze hier flicken. Das ist jetzt erstmal wichtiger. So. Da muss natürlich noch ein bisschen was hingesetzt werden. Jetzt muss ich mich kurz hier hochbuddeln. Ich glaube aber, ich hoffe, wir haben alles im Lager, was ich dafür brauche. Holz brauche ich, Sandstein und Erde. Das sollte eigentlich alles da sein. Da haben wir Sandstein. Ja, das ist schon mal gut. Erde, denke ich mal, werden wir auch irgendwo haben. Erde, irgendwo. Erde. Erde, da ist Erde. Gut, und Druckplatten haben wir auch und Zäune auch. Jo, das sollte alles soweit funktionieren. Gehen wir mal schnell nach oben und machen da mal kurz Ordnung. Das sieht nämlich nicht so schön aus. So, und dann machen wir hier einmal alles hin. Ach Quatsch, der kommt ja gar nicht hin. So, einmal so. Und dann setzen wir hier noch den Sandsteinboden rein. Und dann haben wir das hier wieder repariert. So, ein Schild hatten wir auch noch, genau. Das kommt ja hier hin. Zack. Und dann kommen noch die Druckplatten, die wir auch mitgenommen haben. Und die kommen dann hier wieder, ups, so. Ach ja, und hier fehlen ja auch welche. Momentchen, dann können wir das ja auch direkt reparieren. Das war ja letztes Mal auch ein Creeper, der uns das kaputt gemacht hat. Wenn wir schon dann gerade hier beißen, dann können wir das ja auch eben machen. Jetzt habe ich nur keine Treppen dabei. Okay, dann lasse ich das nochmal kurz aus, aber dann müssen wir nur noch die Treppen dahinsetzen. Dann ist das auch wieder repariert. Sehr, sehr gut. So Leute, was haben wir in dieser Folge vor? Ich habe speziell jetzt keine Idee, also Ideen schon, aber jetzt keine spezielle für diese Folge. Was ich mir so vorgestellt hatte, war im Grunde, dass wir vielleicht eventuell hier dieses Gebiet hier mal ein bisschen Hogwarts-mäßig umbauen. Das heißt, dass wir da schon die ersten Schritte wagen, dass wir vielleicht da die Gebäudekomplexe, die jetzt da anecken, vielleicht schon mal skizzieren, indem wir mit Bausteinen uns hier so am Boden lang bauen und uns schon mal das Ganze skizzieren, wie schon gesagt. Oder wir machen das so, dass wir die große Halle von innen noch ein bisschen verbessern, was die Feinheiten angehen. Und ich hatte ja... Oh Mann, da kommen schon wieder welche. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch noch angekreidet, dass wir eventuell das Fenster dann noch umsetzen möchten. Das denke ich, werde ich jetzt auch machen. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt als erstes mache oder als zweites. So. Denn ist noch ein Creeper. So. Oh, jetzt habe ich kein... Ich brauche dringend ein Schwert. Ganz dringend. Ganz, ganz, nein, 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 nein. Ich hoffe, die kommen nicht runter. Och, nee. Nein. Nein, okay, komm rein. Wenn du hochgehst, Kollege. Komm hier ins Wasser. Oh. Naja. Gott sei Dank ist das hier ohne einen tieferen Sinn. Können wir das eigentlich auch so lassen. Scheiß drauf. Gut, Leute, bevor wir jetzt hier die Krise kriegen bei diesen Dingern, würde ich sagen, beginnen wir auch gleich. Und zwar müssen wir als erstes mal kurz schauen, was überhaupt noch in der großen Halle fehlt. Ich hoffe, ich habe Fackeln dabei. Jo, 25. Dann, die Sandsteinkessel, genau. Dann brauche ich jetzt kurz diesen Stoff, der ewig brennt. Das war ja Seelen... Nee, war das Seelensand? Das muss ich kurz ausprobieren, Freunde. Haben wir ein Feuerzeug irgendwo? Ja, da haben wir eins. Sehr schön, dass wir fast alles immer griffbereit haben. Was? Moment, ich muss mal hier...
So, da Seelensand. Und dann einmal unser Feuerzeug. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze ewig brennt. In dem Texture Pack sieht das sehr, sehr gruselig aus. Das bewegt sich ja. Creepy, creepy. Ja, das sieht aber so aus, als ob das ewig brennen würde. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann brauche ich noch Schilder. Und zwar haben wir da hier eine Shield. Aber ich glaube, sonst haben wir keine. Ich glaube nicht, dass wir uns speziell jetzt noch welche gecraftet haben. Einfach nur so. Deswegen, hier kann ich schon mal ein bisschen was stacken. Das hier tue ich jetzt erstmal raus. Wir haben so viel Müll dabei, Leute. So viel Müll. Da müssen wir echt mal irgendwie aussortieren. Aber das mache ich nicht in dieser Folge. So, da haben wir die Bretter. Und da machen wir uns jetzt noch kurz ein paar Schilder. So, ich weiß auch gar nicht, wie viele ich brauche. Aber auf jeden Fall brauche ich 8 mindestens. So, da haben wir. Komm, machen wir so. Und dann langt das. So. Mann, was mache ich denn hier? Eine unruhige Hand heute wieder wahrscheinlich. Erstmal was kurz essen. Und dann würde ich sagen, mache ich mir auch noch kurz ein Eisenschwert, dass wir einigermaßen uns auch verteidigen können. Weil ohne Eisenschwert ist das ziemlich blöd. So. Gut, dann gehen wir jetzt einmal nach oben. Und werden jetzt versuchen, die ganz kleinen Feinheiten in der großen Halle jetzt zu verbessern. Nein! Also so langsam heute ist echt... Gott sei Dank kann er hier nicht so viel wegjagen. Aber wo kommen die denn alle her? Unfassbar, wo die alle herkommen. Diese blöden Viecher. Da muss man nur eine Sekunde nicht aufpassen und schon stehen sie hinter einem. Nee, Moment, das war ja so. So. Ich versuche jetzt hier mal ein paar Fackeln zu setzen, dass wir da eventuell auch mal Ruhe haben. So, und da an die Seite kann ich auch noch eine setzen. So. Gut. Da hinten haben wir wieder Skelette. Die muss ich allerdings kurz einmal töten. Oh, Skelette und Zombies. Jetzt geht's hier aber los. Jetzt hin und her gekickt. Na, kommt her. So. Und da sind wir schon wieder Level 15. Bald können wir uns wieder etwas verzaubern. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich denke, diesmal wird es aber das Schwert sein, was ich verzaubern werde. Gut, Leute. So. Jetzt möchte ich hier Feuerkelche oder wie das heißt. Ich bin nur am Überlegen, wo ich die genau hinsetze. Aber, jetzt bin ich hier. Okay. Das hier ist blöd. Hier kommt man gar nicht raus, wenn man sich einmal reingebuddelt hat. Da muss man natürlich dann aufpassen. So, jetzt kann ich das hier kurz reparieren. Ey, sag mal. Heute ist echt der Wurm drin. Keine Ahnung wieso. So. Und jetzt kommt noch einmal der Seelensand oben drauf. Zack. Zack. Und jetzt zeige ich euch, wofür die Schilder sind. Damit das Ganze nämlich ganz... nicht so ganz blöd aussieht. Ach so, wir brauchen nur doch nur 3. Machen wir da noch so ein bisschen Holzverkleidung drum. Dann sieht das nicht so profillos aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, die gehen nur nicht in Flammen auf, wenn ich da jetzt Feuer drauf setze. Ups, was? Wo? Nein. Och nee, da kommen schon wieder welche. Es wird doch gerade erst abends. Wieso kommt ihr denn jetzt schon alle an? Naja, immerhin keine Creeper. Dann habe ich keine Probleme damit. So, 1. Und 2. So, da haben wir einmal die Fackeln, die... ja, das sind ja eigentlich keine Fackeln. Hä? Nein, das geht doch aus. Das war nicht der Seelensand. Nein. Was war denn das dann? Ich habe das auf jeden Fall damals mitgenommen. Das weiß ich noch. Wo wir im Nether waren, habe ich das mitgenommen. Ganz, ganz klare Sache. Jetzt muss ich nur einmal kurz schauen, wo genau... ich hoffe, ich finde das jetzt. Upp, und ich sollte das Feuerzeug besser mal aus der Hand legen, sonst brennt hier gleich alles. Was war denn das nochmal, Leute? Netherstein war das, glaube ich. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, das kann ja nur der sein. Nehmen wir einfach mal den mit. Der sieht auch nicht ganz so spooky aus.
glaube, das war der Netherstein. Ja, seht ihr, also hier brennt das schon nicht mehr. Okay, also ich denke, das war der. So, dann sammeln wir einmal alles ein. So, und setzen das einmal... Upsala. Und setzen das einmal hier hin. Dann einmal die Schilder. Das gleiche wie vorhin auch. Ich muss nur nachher nochmal gucken, ob das auch vor der großen Halle war. Ich meine, das war auch vor der großen Halle. Da müssen wir aber vorher nochmal schauen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Bevor ich da einen Fehler mache, warte ich lieber. So, und jetzt sollte das auf jeden Fall brennen. Für längere Zeit auch. Und dann würde ich sagen, haben wir noch Steine dabei? Nee, natürlich nicht. Und zwar haben mich manchmal Leute in den Kommentaren gefragt, warum das hier so krüppelig aussieht. Wegen diesem Höhenunterschied. Das ist aber beabsichtigt und da möchte ich euch jetzt zeigen, worum es sich dabei handelt. Hier haben wir einen Fehler gemacht. Da müssen wir mal ganz kurz... Ja, da haben wir noch Steine. Gott sei Dank habe ich momentan fast... Mann! So. Gott sei Dank habe ich fast alle Ressourcen, die ich momentan brauche, immer griffbereit dabei. So, dann machen wir jetzt nämlich folgendermaßen. Hier wird jetzt ein Kamin hingesetzt. Jetzt ist nur die Frage, ich glaube, hier muss ich noch einen rausnehmen. Damit der Kamin hier Platz hat. Jetzt ist natürlich auch die Frage, aus welchem Stein wir das machen. Aus Sandstein vielleicht. Ich guck mal. Ups. Da müssen wir auch schauen, wie wir den Kamin jetzt bauen. Den werden wir auf keinen Fall wirklich originalgetreu hinkriegen. Weil ich hatte damals schon in der Creative Mod Welt Probleme bei diesem Hogwarts. Das ist nämlich, bei diesem Kamin, bei diesem blöden, sehr, sehr blöden Kamin. Der ist nämlich jetzt zum Beispiel viel zu hoch. Und den jetzt so auf die Größe anzupassen, das ist echt schwierig. Die einzigste, ja, sinnvolle Möglichkeit, die es da gäbe, wäre diese hier. Und das sieht ziemlich arm aus. Naja, wenn wir jetzt hier noch theoretisch Treppen so hinsetzen, dass das so einen geraden Übergang hat, dann ging es wiederum ein bisschen. Und die andere Sache ist natürlich auch, wir müssen da den Boden wegnehmen und wieder durch den Netherstein ersetzen, damit dieser Kamin auch wirklich ewig brennt. So. Naja, das ist ja jetzt erstmal eine grobe Variante, Leute. Die werden wir auf jeden Fall noch ausschmücken. So werde ich das nicht belassen. Aber damit wir schon mal hier ein bisschen Licht machen können, denke ich, werde ich das jetzt erstmal so umsetzen. Ja. Vielleicht werden wir uns daran mit auch irgendwie noch anfreunden können mit dieser Bauart. Ich bin mir da nicht sicher, aber wir schauen mal. Ich denke auch nicht, dass ihr das so geil findet, wie es momentan ist. Aber momentan, wie gesagt, gibt es halt nicht so viele andere Möglichkeiten. Und ganz, ganz schlecht finde ich es jetzt auch nicht. Also sonst würde ich das jetzt gar nicht hinsetzen. Das war auch bei meinen alten Hogwarts immer die einzigste Möglichkeit, wirklich. So. Die Kamine werden wir dann später nochmal aufbessern, aber da haben wir die schon mal stehen. Dann würde ich sagen, setzen wir jetzt hier die Tische um für die Lehrer. Die müssen ja auch irgendwo sitzen. Und da müssen wir auch direkt mal schauen, dass wir das Fenster hier nochmal umgesetzt bekommen. Das ist nämlich auch nicht ganz korrekt. Das würde ich gerne mehr nach oben versetzen. Ja, und dann, glaube ich, hätten wir zumindest so die ganz groben Details schon mal fertig von der großen Halle. Dann fehlen da oben natürlich noch diese Stützbalken. Da muss ich allerdings wirklich nochmal in Creative Mod probieren, wie ich das Ganze mache. Das ist nämlich nicht wirklich einfach. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal das genau anschauen, bevor ich da irgendwas fabriziere. So, dann würde ich sagen, Zäune haben wir nicht mehr oder gar keine mehr dabei. Da hole ich mir direkt erstmal neue, damit wir erstmal die Tische fertig machen können. Erstmal aber was essen. So, und da haben wir noch ein Skelett. Das nehmen wir natürlich nochmal mit. So. Und da sind wir auch schon Level 17. Also es geht wirklich immer relativ schnell bei uns. Bei der Menge an Zombies, die wir hier auch haben. Naja. Die gehen mir sowieso auf den Sack. Alles klar, gut. Dann schauen wir einmal. Stöcke haben wir auf jeden Fall genug. Dann mache ich mir daraus jetzt erstmal die Zäune. Zack. Na, so. Und dann einmal so. Da haben wir 14 davon. Das sollte so einigermaßen reichen. Moment, da hatten wir noch Druckplatten. Jo. Okay. Da haben wir auch noch Zäune. Die nehme ich dann auch einfach nochmal mit.
Gut, ansonsten sehe ich jetzt speziell... Ja, Treppenstufen, genau. Bevor ich das auch vergesse. Da haben wir auf jeden Fall genug Treppenstufen. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, wir brauchen auch noch Schilder. Dann nehmen wir mal... Was? Wir haben keinen Platz mehr. Das gibt's doch gar nicht. Oder ich mach das so. Moment, haben wir noch Stäbchen irgendwo? Keine Stäbchen. Stäbchen. Stöckchen. Hier haben wir noch zwei. Und... Ja, das war's. Schade. Dann gucken wir jetzt mal, was wir da rausbekommen. Dann können wir nämlich hier nochmal ein paar Schilder machen für die Stühle, für die Lehrer nachher. Die brauchen natürlich auch richtige Stühle oder möglichst richtige Stühle. So, da haben wir nochmal 12 Stäbchen für die. Und dann machen wir das nochmal so. Alles klar. Ich glaube, soweit sieht das jetzt erstmal ganz okay aus. Naja, bis auf die Menge der Schilder. Da brauchen wir definitiv noch welche. Oder ich tausche jetzt einmal ganz kurz gegen das Birkenholz. Mach das einmal so. Oh je, jetzt geht aber ein Gewitter los. Jetzt geht's ja aber rund. Na, machen wir mal so. Das sollte lang. Das hier wieder schön einsammeln. Jo, das... Den Rest werde ich später einsammeln. Dann gehen wir jetzt einmal nach oben und gucken mal, ob da jetzt... Ob ich jetzt wirklich das machen sollte. Wir gehen einmal hier bis hinten durch. Und gucken mal. Oh je, ein Unwetter. Sterbt doch alle, Mann. Ihr blöden Dinger. Boah, das sieht richtig geil aus. Erinnert ihr euch an die Szene... Leute, erinnert ihr euch an die Szene von Harry Potter und der Stein der Weisen, wo Professor Quirrell zu Halloween durchgerannt ist und da auch so ein Donner war und der dann hier geschrien hat, dass ein Troll im Kerker ist. Und da sind auch die ganze Zeit Blitze hier durch die Fenster gezuckt. Boah, das sieht so geil aus, Leute. Hammer. Finde ich echt nice. Das hat einen richtig coolen Effekt. Ich hoffe, ihr hört den Donner jetzt nicht wieder so laut. Ich habe das nämlich in der letzten Off-Session habe ich das umgestellt, dass das nicht mehr ganz so laut ist. Weil das hat man damals kaum noch gehört. So, jetzt muss ich hier aber einmal kurz gucken, bevor ich hier zu viel quassel wieder. So, aber wie weit setzen wir das um? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssen wir da noch einen wegnehmen. Na, das mache ich mal mit der Faust. So, und dann werden da jetzt die Druckplatten draufgesetzt. Oh nein, das reicht nicht. Nein, 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 nein. Mist. Ich hätte gedacht, da scheitert es nicht dran. Okay, gut, Leute. Dann werden wir jetzt trotzdem erstmal die Stühle dahin setzen. Dann haben wir das auf jeden Fall soweit mal geschafft. Fange ich aber hier auf der Seite an. So, dann mache ich das mal so. 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 Dann haben wir da erstmal die drei. So. So. Ich werde jetzt allerdings nicht auf die Anzahl der Stühle achten. Also für die Leute, die jetzt denken, dass ich hier wirklich ganz genau gucke, wie viele Stühle wirklich da sind. Ich werde das jetzt nur schätzungsweise machen. Hier wird jetzt nachher der Stuhl von Dumbledore hinkommen. Ich weiß noch nicht, ob ich den irgendwie anders bauen werde. Vielleicht lasse ich den noch erstmal frei, damit wir uns da vielleicht noch was überlegen können. Vielleicht habt ihr ja ihr auch die ein oder andere gute Idee, wie wir Dumbledores Stuhl umsetzen können. Der soll sich ja von den anderen auf jeden Fall ein bisschen abheben. Was ist jetzt los? Warum kriege ich hier... Ah, okay. Hä? Oh nee, sag bitte nicht. Das ist ja blöd. Man kriegt das nicht hin, dass es auf beiden Seiten dann hier so dran ist. Das ist ja blöd. Ups. Setze ich erstmal die um, die gehen. Ne, geht nicht. Schade. Da macht uns die Minecraft-Physik wieder einen Strich durch die Rechnung. Ja, aber da müsste ich theoretisch zwei Lücken immer dahinter lassen. Und das ist auch nicht so das Wahre, oder? Hä?
Das ist auch nicht so das Wahre. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Dann haben manche halt nur eine Seite. Obwohl das auch ziemlich blöd wirkt. Aber okay, wir lassen das jetzt erstmal so, bis ich da auch vielleicht noch eine Idee finde. Wir haben ja Zeit genug. Falls da jetzt irgendwas nicht ganz so gut aussieht, dann können wir das ja später nochmal korrigieren. Ich achte ja immer auf eure Kommentare. Und wenn ihr da eine bessere Idee haben solltet, wie man das mit den Stühlen da machen kann, dann haut die einfach raus. Ich werde auf jeden Fall antworten und dementsprechend natürlich auch diese Ideen später dann umsetzen, wenn sie gut sind. Ansonsten, was ich auch nochmal sagen kann, es kommen natürlich immer viele, viele Ideen von euch. Das finde ich natürlich in erster Linie super klasse, weil ihr mir damit zeigt, dass ihr wirklich an diesem Projekt sehr interessiert seid und auch euch aktiv dran beteiligt. Ups, achso, das ist eine Falltür. Ah, Moment. Nemo, hä? Bin ich blöd? Ach, hier, genau. Ich dachte gerade, wir gehen in die Druckplatten, ey. Hatte kurz, ne... Ich wusste, hab das kurz vergessen. Naja, egal. Für die Leute, die halt immer wieder Tipps und so geben, es kommt wahrscheinlich in diesem Projekt noch sehr, sehr häufig vor, dass man Meinungsverschiedenheiten hat. Das heißt, dass der eine das schöner findet und der andere das. So, Leute, sorry für den kurzen Cut. Das Spiel hat sich gerade bei mir aufgehangen. Und, da musste ich kurz hier noch was reparieren, weil der Creeper mir nochmal was weggejagt hat. Ja gut, um auf das alte Thema kurz zurückzukommen, wenn man verschiedene Ideen hat, oh, jetzt muss ich auch nochmal ganz kurz eine Druckplatte umsetzen, wie blöd, wenn man verschiedene Ideen hat in verschiedenen Hogwarts-Bereichen, dann ist es klar, dass man nicht jedem Geschmack gerecht werden kann. Ich hoffe, alle von euch verstehen das, wie gesagt, und dass ihr da auch wirklich trotzdem danach dahinter steht, weil ich denke, es werden öfters Entscheidungen gefällt werden, die vielleicht euch persönlich nicht gefallen, dafür anderen eventuell. Und darauf müsst ihr euch einfach einstellen. Bei so einem großen Projekt kann man nun mal nicht allen gerecht werden. Und das ist natürlich dann auch für mich immer sehr, sehr schwer, weil ich möchte natürlich versuchen, euch allen das Projekt so schmackhaft wie möglich zu machen, indem ich viele Ideen von euch auch umsetze. Nur manchmal ist es einfach so, da... oh nee, nicht schon wieder die Dinger. Nur manchmal ist es halt einfach nicht möglich. Also, dann geht's einfach nicht. Und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und dann sollte das auf jeden Fall auch soweit jetzt funktionieren. Das ist ja genauso wie mit dem Innenhof, den wir ja aktuell bearbeiten. Da ist das ja auch so, dass es zwei Versionen gibt und da müssen wir uns auch noch überlegen, für welche wir uns entscheiden. Und da, denke ich, werden wir auch nicht jeden Geschmack treffen. So, ich werde jetzt allerdings noch einmal kurz diesen Zombie hier killen und dann werde ich diese Folge beenden. Ich habe keine Ahnung, wie lange die wieder geht. Wahrscheinlich wieder viel zu lange. Aber naja. So, das haben wir jetzt soweit umgesetzt. Wie gesagt, die Stühle hier sind nicht perfekt. Dann hoffe ich, habt ihr vielleicht noch Ideen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt für euch. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao, Leute!